In Teil 2 geht es um die Mattenbewehrung. Wir rufen unseren Plan S3 auf, wo ich ja die Grundrisse der oberen und der unteren Bewehrung nebeneinander gelegt habe. Wir beginnen hier in der Darstellung für die untere Mattenbewehrung. Ich zoome mal etwas hinein. Hier sehen wir die Bewehrung, die wir in dem Unterzug eingebracht haben. Sie ist in einem Halbton dargestellt, erkläre ich Ihnen später noch. Schauen wir erstmal, wie das mit den Matten jetzt funktioniert. Wir wollen also hier diesen Deckenbereich beispielsweise mit einer Mattenverlegung bewehren. Ich wähle die Deckenkante aus. Und hier oben gibt es nun eine Funktion, die heißt Matte über Fläche. Die aktiviere ich und habe nun die Möglichkeit, den Bereich, den ich bewehren möchte, zu umfahren. Hier oben stehen die entsprechenden Funktionen zur Verfügung. Ich will jetzt hier das Rechteck auswählen und hier diesen Punkt und dort unten den Punkt auswählen. Aber ich will ja auch, dass die Matten einen Auflager bekommen und deswegen arbeite ich hier mit einem Versatz und sage 5 cm. Ich sage erstmal nur 5 cm, weil ich nicht möchte, dass diese Matten zu weit in den Unterzug hier hineinkommen und dann mit den Bügeln kollidieren. Das werden wir später nochmal kontrollieren. Also, ich wähle jetzt zunächst mal hier diesen ersten Punkt aus und Sie sehen schon, dass wir jetzt 5 cm Versatz haben in Richtung Unterzug bzw. Wand. Und hier wähle ich jetzt auch diesen Punkt aus und wir sehen schon, dass wir jetzt 5 cm über die Außenkante sogar hinausragen würden. Hier. Das hier ist jetzt die Matte und hier, das ist eigentlich die Außenkante der Decke. Das können wir jetzt natürlich anpassen. Das erste, was wir anpassen, ist die Hauptrichtung. Wir sehen also hier schon eine Vorschau, wie jetzt die Matten hier reingelegt würden. Und die Hauptrichtung möchte ich ändern. Deswegen wähle ich hier Hauptrichtung aus und nehme beispielsweise eine solche nach oben gerichtete Linie und jetzt sehen wir auch, dass sich die Matten entsprechend anders anordnen. Passen wir jetzt die Auflager an. Also hier oben haben wir 5 cm, das ist in Ordnung. Hier links hätte ich gerne 10 cm und dafür kann ich jetzt zweimal Escape drücken und nun mit der linken Maustaste einfach die Linie auswählen. Dann bekomme ich hier unten diese temporäre Vermaßung oder Bemaßung und hier stehen die 5 cm. Da klicke ich jetzt einmal drauf und mache daraus gewünschte 10 cm, Enter, ja, und dann sieht man schon, springt die Linie dort rüber. Das gleiche möchte ich hier unten haben. Ich möchte auch dort 10 cm Auflage haben. Also klicke ich die Linie an, bekomme wieder diese temporäre Bemaßung. Wähle sie an und sage 10 cm und sehe, wie die Linie verspringt. Hier außen rechts ist es nun so, dass wir ja auf die Außenkante wollen und dann soll die Betondeckung abgezogen werden. Die Betondeckung steckt, erinnern Sie sich sicherlich, in dem Bauteil, also in der Decke in dem Fall. Ich wähle also auch hier jetzt diese Linie aus und ja, ich möchte das quasi auf Null gesetzt haben. Wie mache ich das? Ich nehme einfach diese Bemaßung hier herüber und schreibe da Null rein. Und nun ist die Matte hier im Abstand von der Betondeckung nach links reingesprungen, sodass wir also die Matte nicht mehr außerhalb zu liegen haben. Mit Escape komme ich hier auch wieder raus
Und der nächste Schritt ist nun, zunächst mal zu sagen, was hätten wir gerne für einen Mattentyp. Ich nehme hier beispielsweise Q257A. Dann sage ich Position, das soll die untere Lage werden. Und dann können wir noch sagen, wie denn hier die Matten reingelegt werden. Ich zoome noch mal ein bisschen größer und wir sehen, er fängt jetzt hier unten links oder links hier an und auch unten links. Das erkennt man an diesen beiden Häkchen. Wenn ich möchte, dass die Matte dort oben beispielsweise beginnt oder hier oben die Verlegung, kann ich also mal sagen, ich will es anders haben. Ja, ich wähle diese beiden Häkchen hier aus, das dann nicht. Ja, und dann sehen wir, dann beginnt er hier oben mit der ersten Matte. Das können Sie also über diese kleinen Häkchen hier steuern. Okay, also wir wollen hier starten und jetzt, ja, wie wollen wir jetzt verlegen? Wir können also beispielsweise sagen, wir wollen mit einer halben Matte versetzt in Querrichtung hier fortführen und dann sieht es so aus. Ne? Da muss man schauen, wir haben jetzt hier nur einen kleinen Bereich, dass man natürlich keine vier Matten übereinander liegen hat, aber so denke ich, wäre das hier ganz sinnvoll. Nun können wir das Ganze bestätigen hier mit dem Haken. Übrigens, hier sieht man auch die Übergreifungen, die entsprechend schon eingestellt sind, aber die könnten Sie auch editieren. Also wir bestätigen mit dem grünen Haken. Und ja, sehen jetzt die kompletten Matten mit jedem Einzelstab, mit jedem Mattenstab. Das will man in der Regel ja so nicht haben. Deswegen können wir das verändern, indem wir hier auf VV gehen und finden dort bei Matten das Häkchen für den Mattenstab. Und wenn ich das rausnehme, dann verschwinden diese ganzen Einzeldarstellungen. Schauen wir uns das jetzt an. Passt das hier mit dem Unterzug? Wir gehen also mal in den Unterzug hinein, schauen hier rein. Ja, und wenn ich hier ranzoome, sehen wir, dass hier also genau jetzt unsere Matte ankommt und da ist der erste Querstab. Und ja, es passt, wenn der Querstab jetzt hier im Bereich des Bügels wäre, könnte man die Matte nicht einbauen, aber so haben wir also Sorge dafür getragen, dass das funktioniert. Gehen wir nochmal zurück und jetzt zoome ich hier mal raus. So. Und jetzt sehen wir, dass die Matte in beiden Grundrissen dargestellt ist, obwohl ich ja gesagt habe, es soll nur eine untere Bewehrung sein. Hier kommt jetzt also wieder das Sophistic RC zum Einsatz, weil dort gibt es hier einen Knopf, der heißt Lagen. Und achten Sie drauf, ich klicke jetzt auf diesen Knopf Lagen und dann wird hier die Darstellung verschwinden. Achtung, verschwunden. So hätte man es natürlich auch gerne. Und was steckt jetzt dahinter? Damit das funktioniert, ich klicke hier mal so eine Matte an und dort sehen wir die Sophistic-Parameter. Und hier gibt es einen Parameter, der ist jetzt automatisch ausgefüllt worden und der heißt Sophistic Layer und da steht ein B drin. Das B ist voreingestellt, heißt Bottom. Dafür gucken wir mal in die Einstellungen. Und hier bei Lagen ist das also hinterlegt. Hier oben haben wir Stabstahl, das funktioniert dort genauso. Und bei Matten sehen wir hier, untere Lage ist gekennzeichnet durch B für Button, T für Top, also obere Lage und bei Wänden genauso N und F für Near and Far, für innere und äußere Lage. Wir sagen also, wenn dieser Parameter mit B gekennzeichnet ist, dann handelt es sich um eine untere Lage. Und dieser Knopf da oben, der führt eben diesen Befehl aus. Und damit das jetzt noch funktioniert, schauen wir mal hier hinein mit VV in die Filter, die also hier im Hintergrund
auch von mir angelegt worden sind. Und dort unten sehen wir, wir haben also zwei Filter, Bewegung Oberlage und untere Lage. Und hier ist jetzt die Sichtbarkeit nur der unteren Lage aktiviert. Und damit das Ganze ausgewertet wird, schauen wir mal in den Filter rein. Ich gehe auf Bearbeiten neu. Und wenn ich also Bewegung untere Lage auswähle, dann sehen wir hier die Beschreibung des Filters. Er schaut also rein, hat der Sophistic Layer das B beinhaltet, dann ja, trifft der Filter zu. In dem Fall wird die Sichtbarkeit dargestellt. Bei der oberen Lage hier auf der Seite ist es natürlich genau andersrum. Wenn ich hier VV drücke, auf Filter gehe, da habe ich also das Häkchen für die Oberlage gesetzt. An dieser Stelle gehe ich hier nochmal rein. Auch erkennen wir jetzt das mit dem Halbton hier von der Bewegung, die in dem Unterzug liegt, also VV. Auch das geht über einen Filter. Hier habe ich nämlich einen Filter gesetzt, der heißt Bewegung von Plan S4 im Halbton. Ich habe also da den Haken bei Halbton gesetzt und der Filter sieht so aus, dass auch hier ein Sophistic-Parameter ausgewertet wird. Der nennt sich Sophistic Assignment. Und wenn der gleich S4 ist, dann kommt der Filter eben zum Einsatz. Schauen wir mal rein auf diese Bewährung. Hier, diese Bewährung ist nämlich auf dem Plan S4 und dort sehen wir Assignment S4. Also die Bewährung ist diesem Plan zugeordnet und kann deswegen hier entsprechend auch ausgewertet werden. Ja, hier könnte man also jetzt einen Text dran schreiben, zum Beispiel Unterzug, Bewährung, siehe Plan S4 oder sowas. Kümmern wir uns noch um die Beschriftung. Das kennen Sie ja schon. Ich wähle einfach hier die Bewährung aus, die ich beschriften möchte. In dem Fall diese sechs Matten. Gehe auf Sophistic-Bewährung und sage fehlende und dort taucht jetzt die Beschriftung auch auf. Und das sind natürlich auch wieder Sophistic-Familien, die wir mitliefern. Sie sehen das, Sie können ja auch andere auswählen, selbstverständlich, oder auch die Familien nach Ihren Wünschen anpassen. Schauen wir einmal in die 3D-Ansicht hinein. Ja, und hier sehen wir auch wieder, die Matten sind schon zu erkennen, aber noch nicht so richtig. Und dafür brauchen wir wieder diesen Knopf hier unverdeckt. Und jetzt sehen wir richtig dreidimensional auch die Matten, wie sie dort zu liegen kommen. Gut, ich denke, das reicht für dieses Video. Im nächsten schauen wir uns dann weitere Themen der Mattenbewährung an. Einmal die Zeichnungsmatte und auch die Bügelmatte. Wie geht das? Wie kann man die anlegen? Freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Dankeschön, bis dahin.